Okay, da oben gibt es noch Scavenger. Man sieht es, glaube ich, von hier aus auch schon, ne? Ja. Aber wir gehen jetzt einfach nicht mehr dorthin. Wir klauen noch diese Schatulle und den Honig und danken Innos und hauen ab. Ja, Innos sei Dank, dass hier so viel Zeug zu klauen ist. Wer zum Geier geht eigentlich so weit raus ins Nirvana, um an der Innos-Statue zu beten und dort Zeug abzustellen? Ist eine berechtigte Frage, oder? Na, kann uns ja auch egal sein. Wenn ich da runterspringe, überlebe ich das? Das wäre nämlich der kürzeste Weg, denke ich jedenfalls. Ja, das Wasser ist zwar kaum tief genug, um überhaupt drin schwimmen zu können, also könnte man fast schon drin laufen, aber es hat gereicht, um diesen Sturz aus 10 Meter Höhe abzufangen. Pff, ist ganz wie im richtigen Leben. Okay. Gott, es ist so scheiße, wenn es dunkel ist. Ich habe so Schiss, dass mir irgendwas Hässliches über den Weg läuft, ohne dass ich es sehe, und dieses hässliche Irgendwas dann so hässlich ist, dass ich vor Angst tot umfalle. Oder keine Ahnung. Ja. Wie war diese Geschichte von Patrick Star? Es war einmal ein hässliches Entlein, das war so hässlich, dass alle gestorben sind. Ende. War das nicht so? Ich weiß nicht, ist sehr lange her. SpongeBob, ne? Ist klar. Ja. Ja, ich mochte SpongeBob früher. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zwar, als die Serie rauskam, eigentlich auch schon zu alt für den Quatsch. Aber das war ja irgendwie, wann war das? Das war so, keine Ahnung, so 2000 bis 2002 so die Gegend, wo die Serie überhaupt erstmal rauskam hier in Deutschland. Und da war ich auch schon irgendwie volljährig. Wow. Ja, da war ich so um die 18 rum. Und ich habe den Scheiß geguckt. Warum habe ich den Scheiß geguckt? Weil er irgendwie lustig war. Ja? Klar, völlig niveauloser Schwachsinn, aber SpongeBob war lustig. Ist okay. Ich stehe dazu. Ich glaube, es gibt auch Schlimmeres als SpongeBob zu gucken. Und ich muss zugeben, er hat ganz schön abgebaut. So ist es nicht, aber du machst echt um die Zeit noch Holz. Naja, okay. Er hat wirklich ganz schön abgebaut, aber die ersten paar Staffeln von SpongeBob haben durchaus noch irgendwo was Positives an sich. Auch wenn ich sie dermaßen auswendig kenne, dass es uninteressant ist, sie nochmal zu gucken, aber prinzipiell sind die nicht schlecht. Die könnte man auch seinen Kindern zeigen oder dergleichen. Oder wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, dann holt sie nach, wenn ihr auf irgendwie, keine Ahnung, niveaulose Unterhaltung mit irgendwie geisteskrankem Humor steht, dann ja, ist SpongeBob völlig okay. Es klingt sehr abwertend, ist es vielleicht auch, aber ich stehe drauf. Also heute vielleicht nicht mehr so, aber schon immer ziemlich okay. Ich gucke auch anderen niveaulosen, schwachsinnigen Kram. Wobei vieles von diesem niveaulosen, schwachsinnigen Kram, den ich mir angucke, immer noch besser ist als das, was zurzeit alles so im Fernsehen läuft. Ja, Trauerspiel. Wobei, letztens habe ich eine Serie kennengelernt, die war gar nicht so niveaulos und schwachsinnig und die muss wahrscheinlich vor auch gar nicht mal so langer Zeit im Fernsehen gelaufen sein. Ist sogar eine Disney-Serie, eine Disney-Zeichentrickserie, die noch gar nicht so alt ist. Und zwar Gravity Falls, hieß es so? Ja, ich glaube Gravity Falls. Hat mich angenehm überrascht, war jetzt nicht der Mega-Hit, aber war wirklich nicht schlecht. Hatte einen gewissen Unterhaltungswert. Nicht sehr humorvoll vielleicht, aber spannend. Ja, spannend irgendwie. So, und nü, zu wem gehen wir jetzt? Gehen wir zu Wölfchen. Für dich habe ich eigentlich immer noch nichts, ne? Wir können nur abwarten. Und? Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich hast. Ja, wenn ich rausfinde, wie ich dir den Job geben kann, von dem ich weiß, dass es ihn gibt, sage ich dir Bescheid. Also das nicht. Okay, hallo Torloff, ich will was von dir. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Wird sich das jemals ändern? Man darf halt Ich nicht habe die alles Pacht glauben, von Sekob eingetrieben. Und? Hast du sie versoffen? Bring mir das Geld, aber ein bisschen schnell. Ach, Spiel, ich liebe dich. Wie viel Gold haben wir wohl? Wahrscheinlich so um die 200, Quatsch, um die 1000 oder Sag mir so. deine Wahl. Was Und kann ich dir an? wir können ihm nichts geben. Ne? Wir haben 1500 Gold und ich kann ihm keins geben, weil das Spiel behauptet, ich habe keins. So, jetzt habe ich die 60 Gold, aber
Ich bin ganz deiner Meinung. Das ist doch zum Kotzen. Meine eigene Meinung. Gossig, die Mutter aller Bugs. Ich glaube ja nicht, dass ich bin ganz deiner Meinung. Und? Hat er freiwillig gezahlt? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich muss den erst überzeugen. Gut gemacht. Du hast deine Probe bestanden. Das wird viele der Söldner überzeugen, dass du zu was zu gebrauchen bist. Wir können nur abwarten. Nur weil ich mal neugierig bin, ja? Das war doch schon vorher klar. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Kord denkt, du wärst gut genug, um anzufangen. Seifer sagt, für ihn wäre sonnenklar, dass du mitmachst. Irgendwas schien ihm ziemlich zu freuen. Raul ist gegen dich. Ich glaube, er kann dich nicht leiden. Von Silvio und Bulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Die beiden Schwachköpfe sind gegen jeden. Buster meinte, du wärst okay. Und da hält dich für ein Kameradenschwein. Aber seine Stimme zählt hier sowieso nicht viel. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten hast du wohl überzeugt, indem du die Probe bestanden hast. Obwohl viele meinen, einem Bauern die Pacht abzuknöpfen, wäre für eine Probe zu leicht gewesen. Meine Stimme hast du jedenfalls. Das ist schon eine ganze Menge, aber es reicht noch nicht. Du wirst dich noch eine Weile mit den Jungs rumschlagen müssen. Kein Problem, auf jeden Fall machen wir brutale Fortschritte. Und jetzt will ich meine Fähigkeiten noch verbessern. Ja, ist okay. Stärke. Und noch mehr Stärke. So. Ich weiß, so viel hätten wir nicht lernen müssen, wir hätten nur einen Punkt gebraucht, aber wenn schon, dann richtig. Und jetzt... Das ist wirklich nicht mein Problem. Aber wir können nicht den Ork schlechter benutzen. 29 Stärke zu wenig. Stärke 36. Naja. Wir könnten jetzt nochmal versuchen, uns mit diesem Sentenza anzulegen, ne? Ich wäre ja schon neugierig, ob das klappt oder nicht. Jetzt, wo wir eine bessere Waffe haben, die auch eine weitere Reichweite hat, vielleicht können wir ihm jetzt mal richtig Schaden machen. Ich will es jetzt einfach wissen. Sentenza, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Vielleicht. Wo willst du hin? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Tja, dann muss ich dir das wohl mal in Ruhe erklären. Deine Art, jemandem was in Ruhe zu erklären, ist wirklich beeindruckend. Parier doch! Parier doch, was soll ich denn parieren? Der schlägt da nicht mal zu. Das tat weh. Was tat weh? Dass er geblockt hat? Das tat weh. Hau drauf! Also irgendwie sieht das immer noch ziemlich unwahrscheinlich aus, aber gut, was soll's. Hey, ich hab weitergehauen. Ja, danke schön. Die Kombination funktioniert viel besser, wenn sie funktioniert. Ich weiß, das ist eine geistreiche Aussage. Wisst ihr was? Ich speichere jetzt. Ich schaffe den Kampf. Egal wie. Und wenn ich jetzt 20 Mal laden muss, wenn ich schon so einen guten Start habe, wo ich ja vergleichsweise wenig Energie verloren habe und eher schon vergleichsweise viel, dann machen wir das. Und dann passiert sowas. Nur weil einfach mal zwischendurch meine Combo hängen bleibt. Also, das ist wirklich natürlich reine Timing-Geschichte. Ich muss mal aus dem Gebüsch hier raus. Dann kämpft es sich vielleicht auch besser. Wow, okay. Trotz Blocken? Ist das dein Ernst? Also die bessere Reichweite von der Waffe macht sich schon irgendwie bezahlt. Ja. Aber den Schaden, den erhöhten, merke ich jetzt nicht gerade. Komm her. Na, das ist, der Kampf zieht sich echt ewig, ne? Und das Schlimme ist, wenn er mich noch einmal richtig trifft, dann ist der Kampf vorbei. Und das, obwohl ich ihn ungefähr 200 Mal getroffen habe bis jetzt. Okay, das war ein schlechter Treffer von ihm. Den konnte ich noch wegstecken, gerade so. Das ist schon eine gute Reichweite, die Waffe hier hat. Muss ich sagen. Ich speichere mal nochmal. Ich darf zwar jetzt nicht mehr getroffen werden, theoretisch. Du solltest dich schon bewegen, Junge, ne? Ja, ich habe die Zurücklaufen-Taste gedrückt gehalten, während er gerade aus dem Speichern rausging. Dann hat er das wohl nicht mehr gecheckt. Okay. Komm her. Herrlich auf! Das wird ihm eine Lehre sein. Nein, wird es nicht, Kollege. Und wenn es noch 100 Jahre dauert, ich vermöbel dich.
Ich krieg das hin. Parier doch! Parier doch, ja, ja. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie mega gecheatet, ne, dass ich hier so mit ihm kämpfe. Einfach alle zwei Sekunden mal speichern, in der Hoffnung, dass ich irgendwie den Kampf überstehe, auf die Art. Aber ich habe keine Lust, das noch 100 Jahre in die Länge zu ziehen, die Sache mit Sentenza. Hätten wir eine bessere Rüstung, wäre die Sache sowieso gegessen. Oder würden unsere Angriffe einfach mal Schaden machen. Aber dafür ist seine Rüstung einfach zu gut und er hat zu viel Leben, nehme ich an. Oder beides, keine Ahnung. Okay, das speichern wir nochmal schnell, weil da fehlen nur noch ein oder zwei Treffer oder vielleicht drei. Warum hat er jetzt nicht geschlagen, verdammt. Naja, egal. Grobes Schwert. Der hat nur ein grobes Schwert und damit macht der so viel Schaden. Ne? Also, der kann mich mit seinem Müllschwert, das nahezu gar nichts macht, kann der mich killen. Hier, macht 25 Schaden, die Scheißwaffe. Und damit killt der mich problemlos. Wenn er will. Oder wenn ich nicht 100 Millionen Mal speichere und lade. Versuch das ja nicht nochmal. Okay, ich versuch das nicht nochmal, denkst du. Komm her. Gut. Du hast gewonnen. Was willst du? Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Schön für dich. Dir ist klar, dass die Söldner abstimmen werden, ob du mitmachen darfst oder nicht. Wirst du mir deine Stimme geben? Nur weil du mich besiegt hast? Nein. Okay, und was willst du, dass ich deine Stimme bekomme? Und wie läuft's? Hier kommen selten Leute vorbei, aber bisher hat noch jeder bei mir seinen Wegzoll gezahlt. Außer dir. Wir verstehen uns, ja? Gut. Wir haben uns wohl verstanden. Ja, dann kriegen wir seine Stimme eben nicht. Ja, okay, Basta oder wer es war, hat ja auch gesagt, ja, ich habe meinen Wegzoll bei ihm bezahlt. Hat mich zwar alles gekostet, was ich habe, aber dafür habe ich auch keinen Ärger mit ihm. Und er hat auch hinterher brav für mich gestimmt. Eine Hand wäscht die andere. Okay, ja, wir hätten bei ihm Wegzoll bezahlen können, meinetwegen. Aber nein, sehe ich nicht ein, da verhaue ich ihn lieber. Dann kann ich mich jetzt anschließend mit Raoul prügeln, falls der immer noch Interesse dran hat. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Na, willst du mir nicht sagen, hey, ich habe gar nicht gesehen, dass dein Tänzer dich durchsucht hat oder so? War da nicht mal was? Was willst du? Dir aufs Maul hauen. Ich will mich Lee anschließen. Lee hat dir bald nichts mehr zu sagen, wenn er so weitermacht. Was soll das heißen? Er will, dass wir hier alle sitzen und Däumchen drehen, ab und zu mal ein paar Bauern einschüchtern und das war's. Silvio sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung und da hat er verdammt. Verdammt recht. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Wer ist Silvio? Man weiß gar nicht, wenn du mich fragst, unser nächster Anführer. Wenn du vorhast, ihn zu fragen, ob du bei uns mitmachen kannst, vergiss es. Du siehst so aus, als ob du gerade mal zum Schafehüten taugst. Hat sich das jemals endlich gewusst? Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, was? Ich muss ganz ehrlich sagen, besser hätte ich es selbst nicht ausdrücken können. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Er hat's wirklich auf den Punkt getroffen. Diese Aussage ist so unglaublich richtig. Grobes Kriegsbeil. Mhm. So, Kollege. Wollen wir uns noch weiter unterhalten, oder? Na, ich glaube, den habe ich erstmal ordentlich bedient. Das hatte ich früher auch immer gesehen. Ja, also kann sein, dass es mir nicht zwingend seine Stimme bringt, aber den Respekt der anderen Söldner, die keinen Namen haben, habe ich dadurch auf jeden Fall, wenn ich solche Kämpfe gewinne. Genauso wie den Kampf gegen Sentenza. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Na, rate mal. Hast du was dagegen, wenn ich hier als Söldner anfange? Ach, mach doch, was du willst. Schön. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ach, was soll's. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, was? Nichts zu holen. Das muss einfach ab und zu mal sein. Der Mann braucht das.
Oh, Rod, du bist ja ein Söldner mit Namen. Ich habe gedacht, du wärst einfach ein namenloser Typ, der hier rumsteht. Aber du hast einen Namen. Das heißt, du hast auch einen Quest. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Alles klar? Was willst du, Wursten, von mir? Ah, das war der Kerl mit seinem Schwert, das man nicht halten kann, glaube ich. Ich will mich den Söldnern anschließen. Schwächlinge können wir hier nicht gebrauchen. Da kommen wir noch drauf. Es hat keinen Sinn, jetzt irgendwas mit dem zu machen. Gut, dann lernen wir jetzt noch schnell Silvio und Bulko kennen, aber ich glaube, zum Kampf sollte ich mit denen nicht kommen lassen. Silvio kämpft sowieso nicht mit einem, der macht gar nichts. Und Bulko, naja, wird wahrscheinlich nur eine Ecke härter sind als Sentenza. Hey, das ist Jarvis, vielleicht soll ich mit dem auch mal reden. Und an dem Tisch da drüben sitzen Silvio und Bulko. Reden wir lieber mit Jarvis. Hey, dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann schon sein, ich war auch in der Kolonie. Richtig, was willst du? Ich will Söldner werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wo ist das Problem? Na, ich muss entweder für oder gegen dich stimmen. Und bei der Lage, in der wir zurzeit stecken, werde ich dir meine Stimme nur geben, wenn ich sicher sein kann, dass du auf Lees Seite stehst. Wie ist die Lage? Ach, wir haben zurzeit ziemlichen Ärger. Es bilden sich gerade zwei Fronten unter den Söldnern. Silvio und seine Leute zweifeln daran, dass Lee den richtigen Plan verfolgt. Wie kam es zu den zwei Fronten? Der größte Teil von uns ist mit Lee damals aus der Kolonie gekommen. Aber einige der Söldner sind auch später zu uns gestoßen. Sie kamen nicht aus der Kolonie, sondern haben weiter südlich gegen die Orks gekämpft. Sie haben irgendwie davon Wind gekriegt, dass hier Leute gebraucht werden. Ihr Anführer war Silvio. Er hat sich zwar damit einverstanden erklärt, dass Lee hier das Kommando hat, aber jetzt versucht er, die Söldner gegen ihn und seinen Plan aufzuwiegeln. Viele von Lees Leuten glauben nicht, dass das ein großes Problem ist, aber ich kenne die Typen wie Silvio. Er wird bis zum Äußersten gehen, um seine Vorstellungen umzusetzen. Klingt potenziell gefährlich. Naja. Weißt du, was Lees Plan ist? Lee will, dass wir abwarten und die Paladine in der Stadt aushungern. Er hat den Plan, uns alle von der Insel wegzubringen. Und Inos weiß, dass ich nichts dagegen hätte, von hier zu verschwinden. Ich weiß zwar nicht genau, wie er das anstellen will, aber ich vertraue ihm. Er hat uns bis jetzt gut geführt. Ja, ich denke, bei Lee könnt ihr nicht viel verkehrt machen. Ich mag Lee und er macht ja auch einen vernünftigen Eindruck. Weißt du, was Silvio vorhat? Silvio hat mitbekommen, dass ein Teil der Paladine in die alte Kolonie aufgebrochen ist. Er meint, die restlichen Paladine würden es nicht wagen, uns hier anzugreifen und will die Situation ausnutzen. Die kleinen Höfe plündern, den Milizpatrouillen vor der Stadt auflauern, Reisende überfallen, solche Sachen eben. Aber Lee denkt, das wäre das Schlechteste, was wir in unserer Situation machen könnten. Naja, es ist ja auch ein gewisser Unterschied zwischen Söldnern und Banditen. Und was Silvio da sich so vorstellt, klingt schwer nach Bandit und wenig nach Söldner. Was soll ich machen? Ganz einfach. Hau ein paar von Silvios Jungs um. Damit machst du beiden Seiten klar, zu wem du stehst. Und wenn du dich an die Duellregeln hältst, bringt dir das sogar noch den Respekt der anderen ein. Naja, ich habe schon ein paar von Silvios Leuten umgelegt, da bin ich mir ziemlich sicher. Welche der Söldner gehören zu Silvio? Es sind 6 Männer. Zum einen Silvio selbst und seine rechte Hand Bulko. Dann sind da Rod, Sentenza, Fester und Raul. Der Rest der Leute ist entweder neutral oder auf Lees Seite. Rod, Sentenza, Fester und Raul. Fester, Sentenza und Raul haben wir schon verprügelt und Rod steht draußen. Den könnte ich problemlos anders besiegen. Wie viele von Silvios Männern soll ich denn besiegen? Wenn du 3 von ihnen zu Boden schickst, hast du unter Beweis gestellt, auf welcher Seite du stehst. Wen du dir aussuchst, ist deine Sache. Nur ein kleiner Tipp. Es geht nicht darum, deinen Mut zu beweisen. Leg dich nicht mit Silvio selbst an. Der macht Hundefutter aus dir.
Okay. Naja. Danke für den Tipp. Die Duellregeln, ja gut, wir können sie mal besprechen, aber es geht prinzipiell darum, wir müssen jemandem sagen, dass wir gegen ihn kämpfen wollen oder ihn irgendwie zum Kampf provozieren, weil einfach loslaufen und Leute zusammenschlagen, das gibt Ärger. Was sind die Duellregeln? Geh zu Torloff und lass dir das von ihm erklären, damit... Ist okay, wir haben es kapiert. So, und wir schließen das Quest jetzt noch nicht ab, auch wenn wir es theoretisch könnten, denn ich will auf jeden Fall noch mit Rod spielen. Aber nicht sofort. So, ihr habt keinen Namen. Warum gucken mich eigentlich alle an, als wäre ich von einem anderen Stern? Leute, das ist ein öffentliches Haus. Also, naja, öffentlich vielleicht nicht, aber ihr wisst schon. Was machst du hier in meiner Küche? Ich will was essen. Das riecht aber lecker hier. Oh ja, ich kenne Typen wie dich. Die rennen hier zuhauf rum. Wollen sich erst einschmeicheln und wenn man sie mal braucht, sind sie nirgendwo zu sehen. Glaubst du wirklich? Na toll. Ich habe Hunger. Ich verteile kein Essen an Landstreicher. Hier gibt's nur was für Leute, die arbeiten. Und für das Söldnerpack natürlich. Ich suche Arbeit. Du willst hier auf dem Hof arbeiten? Das kann nur Ona entscheiden. Ihm gehört der Hof und das ganze Tal. Ich wollte mich eigentlich den Söldnern anschließen. Du bist wohl auch einer von diesen Verbrechern aus der Strafkolonie. Hätte ich mir gleich denken können. Lass mich bloß in Ruhe. Hier gibt's schon genug Männer wie dich. Na super. Irgendwie bin ich nicht beliebt, egal was ich sage. Mich brauchst du das nicht. Ich brauche einen Platz zum Schlafen. Lass dir bloß nicht einfallen, in meiner Küche zu pennen. Such dir einen Platz in der Scheune. Warum erfahre ich das jetzt alles? Was hast du für ein Problem mit den Söldnern? Ah, die Kerle gehen mir auf die Nerven. Vor allem Silvio und sein fetter Freund Bulko. Die beiden sitzen jetzt schon tagelang in ihrer Ecke und machen mir das Leben zur Hölle. Die Suppe ist zu heiß, das Fleisch ist zu zäh und so weiter und so weiter. Warum unternimmst du nichts dagegen? Klugscheißer, was soll ich denn machen? Mit dem Nudelholz draufhauen? Das kann ich bei den Bauern machen, aber diese miesen Kerle schlagen zurück. Klingt ja super. Soll ich den beiden Manieren beibringen? Mach dich nicht unglücklich, Schätzchen. Soweit ich weiß, hat Silvio eine magische Rüstung. Du kannst die nicht besiegen. Und was ist mit Bulko? Der Kerl ist stark wie ein Bär. Er hat bisher jeden umgehauen, der ihm oder Silvio krumm gekommen ist. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Okay, hört sich nicht an, als würden sie mir damit ein Quest geben, aber ja. Silvio und Bulko sind ein echtes Problem. Aber ein Problem, das wir uns für einen anderen Tag aufheben sollten. Klingt doch vernünftig. Ich meine, draußen regnet's und überhaupt sowieso, ja, arm. Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Also machen wir Schluss hier. Also Leute, das war Gothic 2 für heute. Ich war euer Nixer und ich sage euch ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das ist doch nichts Neues.